Ja, Eugen, eigenes Start-up oder Franchise-System. Welche Kriterien können den Studiobetreibern bei dieser Entscheidung helfen? Also ganz wichtig ist, glaube ich, wenn ich wirklich eine geile Geschäftsidee habe und schon seit Kindheitstagen nichts anderes machen wollte, als die zu verwirklichen, dann ist die Wahl für ein Franchise-System wahrscheinlich nicht die richtige, weil dann habe ich einfach nicht die Freiheit, um das alles auszuleben und zu verwirklichen. Wenn ich aber sage, Mensch, ich habe nicht so die Burner-Geschäftsidee, ich möchte auf was Bewährtes aufsetzen, dann macht es total Sinn, sich nach Franchise-System Ausschau zu halten und vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt dann mit einer ganz eigenen Idee zu starten. Das ist einem ja deshalb nicht verboten, sondern das ist unternehmerische Entwicklung, die da stattfindet. Und das haben wir sehr häufig, dass Franchise-Partner später weitere Unternehmen gründen, mit oder ohne Franchise. Welche Vorteile bieten generell Franchise-Systeme? Ich glaube, dieses ganze, ich sag das mal so, unternehmerische Drumherum, das wird von Gründern unterschätzt. Das fängt bei dem Thema Steuern und Versicherungen und Softwaregeschichten an. Alles diese Drumherum-Sachen, die nichts mit der eigentlichen Kundenbeziehung zu tun haben. Und wenn diese administrativen Dinge einen auffressen und man sich die nicht gut managt, dann habe ich nachher keinen Erfolg, obwohl ich irgendwie eigentlich den richtigen Draht zu den Kunden habe. Und das ist das, was der Franchise-Geber einen abnimmt. Sehr viel Administratives, da ist sehr viel vorbereitet und vorgefertigt. Da muss ich mich nicht drum kümmern, sondern ich kann mich ganz auf mein Geschäft und meine Kunden vor Ort und auf meine Mitarbeiter konzentrieren. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften muss ein Gründer mitbringen, damit er erfolgreich wird? Wie jeder andere Gründer auch, muss ein Franchise-Gründer brennen für das, was er tut. Also auch, wenn es nicht unmittelbar seine eigene Idee war, aber er muss sie zu seiner eigenen machen und er muss das einfach toll finden, sich als Unternehmer und damit auch als Mensch ständig weiterzuentwickeln. Thema Digitalisierung. Wie lässt sich die Digitalisierung in Franchise-Systeme integrieren? Ja klar, Digitalisierung ist ein Riesenthema und da ist auch wiederum der Einzelne manchmal mit ein bisschen überfordert. Und das ist gut, in einem Franchise-System zu sein und auch wo der Franchise-Geber sich um das Thema Digitalisierung mit kümmert und man sich gemeinsam letztlich darum kümmert, weil man gemeinsam die Power hat. Das, klar, sowas wie Mitgliederverwaltung, natürlich digitale Belegarchive, aber dazu gehört ja auch viel Auswertung, die man viel leichter und schneller machen kann, um zu sehen, wo steht mein Betrieb eigentlich. Das ermöglicht Digitalisierung auch. Natürlich auch Apps und Ähnliches, um täglich mit meinem Fitnessstudio als Mitglied in Verbindung zu sein. Fitness findet jeden Tag statt. Was ganz gut ist, die eigentliche Fitnessübung im engeren Bereich, die kann man nicht digitalisieren. Bewegen müssen wir uns noch, rauf und runter, Beine, Arme. Und das ist eigentlich beruhigend, weil damit das Geschäftsmodell sich zwar verändert mit Digitalisierung, aber niemals verschwinden wird. Und wo bekommen potenzielle Franchise-Nehmer jetzt Unterstützung? Bei der Wahl des passenden Franchise-Systems. Ich glaube, es ist gut, sich zunächst einmal ganz selbst auf den Weg zu machen. Das heißt, in den einschlägigen Franchise-Seiten, Franchise-Portal, Punkt-Franchise und Ähnliches zu gucken, wo sind da die Franchise-Systeme und mit denen mal Kontakt aufzunehmen. Die bieten alle Infoveranstaltungen an, die haben alle Ansprechpartner. Und dann selbst ein bisschen zu filtern, dann bleiben vielleicht so 2, 3 Systeme übrig. Und dann ist es etwas, zum Beispiel, wo wir helfen können, bei dieser letzten Auswahl ein paar Tipps zu geben, worauf man achten sollte, was man vielleicht jetzt nicht durch eigene Recherche erfahren kann oder auch sich an andere Kollegen wenden, die ein bisschen Überblick haben über mehrere Franchise-Systeme. Wie bewertest du das Angebot von Franchise-Systemen jetzt speziell im Fitnessmarkt? Also es gibt eine große Vielfalt und es gibt auch immer mehr Trends. Und ich glaube, da gibt es ein riesiges Angebot. Ich hoffe aber, dass noch mehr dazukommt, weil im Fitnessbereich kann das Franchising noch ein bisschen mehr verkraften sozusagen. Wir haben noch sehr viele Einzelanlagenbetreiber. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber ich glaube, da ist noch sehr viel Platz für neue Konzepte. Also denkst du, dass Franchise ein Zukunftspotenzial hat in der Fitnessbranche? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist eigentlich eine ganz große Zukunft. Es wird der Anteil der Unternehmer im Fitnessbereich, die Franchise-Nehmer sind, wird steigen. Entweder weil Einzelclubbetreiber umsteigen auf Franchise oder weil Einzelclubbetreiber vielleicht schließen und dafür in der Nähe ein neuer Club aufmacht, der dann aber einer Franchise-Kette angehört. Wie können sich Unternehmer jetzt ein komplettes Franchise-System aufbauen? Wie muss man da vorgehen?
Also wenn man jetzt selbst sozusagen den Willen hat, ein eigenes Franchise-System aufzubauen, dann habe ich einen interessanten Schritt erstmal zu machen, nämlich dieses ganze Know-how, was ich habe und diese ganzen bewährten Prozesse muss ich jetzt irgendwie so aufbereiten, dass ich das meinen Franchise-Nehmern geben kann und dass die dann sagen, das ist also das Geschäftsmodell. Und das machen wir in aller Regel mit sogenannten Online-Handbüchern, mit Videos, mit Audios, wo alles gesammelt wird. Das ist der erste Schritt, damit ich überhaupt sagen kann, guck mal, hier ist die Betriebsanleitung, lieber Franchise-Nehmer. So funktioniert das. Klar, dann gibt es weitere Schritte, Franchise-Vertrag, wo kommen die Franchise-Partner her, wie kann man die finanzieren. Das ist etwas, was wir Franchise-Macher als Unternehmensberatung auch begleiten.